Ja, Cendrillon, also in unserer Fassung ist sie ein starkes Mädchen, das sieht man von der ersten Szene an, aber eine, die in Anführungsstrichen noch nicht bei sich selbst angekommen ist. Und die Fee, bei uns eine schallplattenreife, Koloratur singende Marlene Dietrich mit Bart, im Frack, die sie dazu bringt zu sagen, ja, träume doch nicht von dem, wie du gerne leben möchtest, sei es doch einfach. Und somit stößt sie eine Transformation zu sich selbst an. Und das finde ich sehr schön. Das ist natürlich ein märchenhafter Plot, aber genau dazu sind wir ja auch geladen. Der Komponist von Cendrillon, der Oper, die wir gerade zur Premiere bringen, ist Jules Massenet. Jules Massenet ist einer der größten Opernkomponisten, kann man sagen. Massenet und sein Librettist beziehen sich auf eine Variante des Aschenputtelstoffs aus dem 17. Jahrhundert von Charles Perrault. Ich finde den Aschenputtelstoff, wenn er so ganz pur erzählt wird, ehrlich gesagt ziemlich frauenfeindlich. Dieser Stoff liefert natürlich auch die Möglichkeit, gerade weil er so bekannt ist, ist das eine Folie, um genau mit diesen Rollenbildern zu spielen, diese Rollenbilder, diese Rollenklischees auch, Geschlechterklischees zu travestieren. Wenn man das inszeniert, dann ein schöner Kontrast sein kann zu dem, was die Musik vordergründig hergibt, nämlich diese Opulenz und diese Schwüle. Da sind viele Möglichkeiten im Szenischen. Ich denke, das Besondere ist, dass wir es so mit drei verschiedenen Stilen zu tun haben. Barocke Anklänge, typische französische, romantische Opernmusik und zudem experimentelle, dramatische Elemente, die typisch für Jules Massenet sind. Ja, es ist ein sehr genussvoller Abend, den man erleben kann. Das Ausschlaggebende ist nach wie vor einfach die wunderschöne Melodik der französischen Musik, die es sehr viel Freude macht anzuhören, und andererseits aber auch die vielen komödiantischen, lustigen Elemente. Dieser hohe Schauwert, der entsteht dadurch, dass die Sänger eben extrem körperlich spielen, tanzen, raufen, fliegen. Also ich würde sagen, das Heitere überwiegt doch wesentlich. Das klingt banal, ist aber was wirklich Besonderes.